Vielen Dank, Mario. Das ist cool. Jetzt wieder fahren. Wow. Ja, kommst du mit? Ja, komm. Höhö, ich darf fahren. Hinsetzen, Herrschaften. Wohin? Das Ding hat keine Sitze. Wir fahren zum Klappenberg. Oh, da kriegen wir ein neues Partymitglied, glaube ich. Das wird cool. Warum auch immer das Rauch, der Rauch in Sternwolken rauskommt. Coole Musik beim Zugfahren. Es ist coole Musik, ganz ehrlich. Kapitel 2, wie der Wind der Wüste. Yay. Ich habe mich schon gefragt, wann der Bildschirm endlich mal kommt. Und das ist der Klippenberg. Da können wir speichern. Perfekt. Ah, ich finde diese Grafik schön. Klippenberg. Was ist denn Stopp in der Wüste? Und Stopp noch vorpassen, der gebeten wird von der Falsche aus Klippenberg zu überqueren. Warum? Wir speichern erstmal. Danke. Ja. Ah, wir können ein bisschen durchsuchen. Münze! Meine Münze! Noch eine Münze! Hier in einem Berg kann man sich, glaube ich, auch Walker's Kick besorgen. Ja, das hört sich etwas seltsam an, was ich hatte. Oh, ein Ei. Ein Ei. Ein Ei unbekannten Ursprungs. Cool. Vielleicht ein Cooper-Ei. Ja, den kann man nicht durchsuchen. Darum haben wir wieder einen festen Block, den wir nicht zerstören können. Hier unten haben wir nichts. Hier können wir uns heilen. Heilen wir uns mal, wenn wir voll sind. Yay. Nein, Verfixter, wo kann das nur sein? Bumm. Oh, Verzeihung, Leute. Ich bitte wie immer zum Verzeihung. Ich war auf der Suche nach etwas und ich habe es nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Moment mal, bist du nicht Mario? Doch, du bist es. Du bist der Mario. Du bist der Mario. Oh yeah, ich bin Mario. Ich grüße dich. Mein Name ist Parakiri. Ich bin Briefträger. Normalerweise bin ich die zuverlässigste Zuverlässigkeit in Person. Aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Solange ihr hier irgendwo über einen Brief stolpert, sagt mir doch bitte Bescheid. Mein Job steht auf dem Spiel. Inzwischen werde ich hier weitersuchen. Ja, mach dies. Such du weiter, wir holen inzwischen deine Briefe. Ja, Briefe, er hat nicht nur einen Versuch verloren, er hat mehrere. Hier haben wir, sehen wir schon mal eine Rutschi. Was kann ich kommen hier? Halt, dann. Nein, das war falsch. Nein, das war fail. Ich wollte auf Gumbario gehen. So ein Mist. Damit ich hier keine Runde verschwende. Egal, ich verschwende jetzt einfach mal eine Runde. Skinner! Das ist ein Monty-Maulwurf. Monty-Maulwürfe werden gerne mit Felsbrocken. Maximale KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Irgendwie haben die furchteinflößende Gesichter, aber einfach... Eigentlich sind sie eher schwach. Vielleicht tragen sie Sonnenbrillen, weil sie sehr lichtempfindlich sind. Oder es ist gerade modern. Ja. Ein Felsbrocken. Getimed, wow. 3 KP. Für die Feuerblumen haben wir 1, 2 Stück. Nein. Schrumpfer, Powersprung. Nochmal normalen Sprung. Ganz kaputt kriege ich die eh nicht beide. Kann ich auch mit normalen Sprüngen kaputt machen. Und Köpfnis. Dumms. Und die bringen mir tatsächlich nur 2 Sternpunkte. Was soll der Scheiß denn?
Obwohl sie sind sehr, sehr schwach. Sie sind nicht wie die Blooper, den wir gerade besiegt haben. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt schon machen sollte. Ich meine, ich konnte ja rein, ich brauchte ja nur den Hammer. War zwar ein bisschen schwieriger, aber so extrem war der jetzt nun auch wieder nicht. Yay, BP, wo ich gar keinen verbraucht habe. Yay. Ich will aber hier Cooper haben. Moment, es geht oben lang, es geht unten lang. Was ist unten? Da kommt einer aus der Wand. Komm her. So, drei Stück. Machen wir direkt mal zwei fertig. So und so, wunderbar. Fähigkeiten, Powerpanzer, wunderbar. So, schon mal zwei von dreien erledigt. So. La 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 la. Und hier haben wir ein Schäfchen. War nicht irgendwo der Walker? Hey Walker, boom! Walker, schlag mich nicht! Doch klar schlag ich dich, um Walkers Kick zu kriegen. Schäfchen, weg damit! So, Walkers Kick ist nämlich genial. Im Moment ist das nämlich eine Vollheilung. Ah, hier können wir speichern. Da oben haben wir einen neuen Gegner. Der Stein da. So. Komm mal her. Dumms. Ja, ich mache wieder beide gleichzeitig kaputt. Dafür habe ich ja den BP Plus on. Das war dumm, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Ich weiß gar nicht, wie laut ist eigentlich mein Ton aktuell eingestellt. Und ich habe gerade ganz kurz den Controller aushalten. Oh, ich könnte vielleicht ein Tickelchen lauter machen. Ist vielleicht ein bisschen leise gewesen, der Sound. Warum hatte ich den denn so leise gedreht? Ach ja, stimmt, weil ich Final Fantasy am Spielen war. Habe ich den ein bisschen leiser gedreht, damit das... Nein, nein, nein. Komm her. Das sind drei Stück diesmal. Ah, da kriege ich nur zwei kaputt. Sprung, Attack. Ne, ich hätte... Ne, ich muss den Orden mal wechseln. Dann kriege ich alle... Das ist auf einmal hier kaputt. Egal. Dooms. Egal, das dauert ja so nicht lange. Getimed. Ich muss mich trotzdem gleich mal heilen. So. Voll lame, dass wir nur so ganz wenig Erfahrungspunkte kriegen. Ich habe eben für zwei dämliche Gloombas. Haha. Habe ich mehr gekriegt. Sprung. Oh yeah. Mist. Powerpanzer. Wumps. Schön. So, und ich spring dir auf dem Kopf rum. Und wir haben schon wieder Hälfte von dem Level ab. Wow. Ist einfach nur, weil ich einfach jeden Gegner plätte, weil ich... Wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe dieses Spiel nie zu 100% durchgespielt. Und da, also nie vollständig bis ans Ende. Weil ich immer irgendwo die Lust verloren habe. Ich weiß bloß nicht wo. Ich weiß nicht, das habe ich bei vielen Spielen. Ich habe auch... Also, Twilight Princess. Also, Zelda Twilight Princess habe ich nie ganz durchgespielt. Ich habe es zwar, aber ich weiß nicht. Nach dem Dingens... Der Wolkenpalast. Also davor, ich weiß ja, wie... Ich weiß, wie das Spiel geht. Und da haben wir einen Brief und... Yay! Yeah. Und ich gehe weiter, weil es hier noch mehr Briefe gibt. Und ich werde nur... Ich meine, die kann man nämlich schon alle einsammeln. Komm her. Der Typ hat einen harten Schädel. Mitglied wechseln.
Ich muss erstmal gucken, was der überhaupt drauf hat. Scanner. Das ist ein Kirk. Kirks sind sehr stark, also solltest du besser aufpassen. Maximale KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Ihre Spezialität ist sich als Felsen auszugeben. Also pass auf, wo du hintrittst. Wenn du auf ihre Stacheln springst, wirst du dich sehr wehtun. Manchmal ist es mutiger, das Weite zu suchen. Nö, warum? Es wäre dumm. Es wäre sehr dumm sogar. Zumal, nein, das war dumm. Das war richtig dumm. Ja, jetzt kann ich mir erstmal heilen. Aber wir haben volle Sternenkraft aktuell. Und mal Erfrischung. So. Füllen wir direkt mein BP ein bisschen auf. So. Weil den Kirk kriegen wir doch kaputt. Wozu haben wir denn Bombett? Bombe. Boom. Tschüss. Wozu haben wir sie denn, ne? Wenn nicht für sowas. Legt euch nicht mit Mario an. Da heile ich mich auch nochmal. Was ist hier unten? Da oben ist noch so ein Kirk. La, 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 la. Was ist hier? Ah, da, da, da. Ein Mole. Komm mal hier hoch. Hey, komm mal her. Dann halt nicht. Mist. Komm mal her. Komm hier hoch. Der ist blind. Mist. Egal, aus nur einer. Oh, wie süß. Bum, bum. Boom. Na, reicht das? Das war jetzt Absicht. Wir nähern uns dem nächsten Level ab. Oh cool, Honigsirup. Das Ei brauchen wir später, glaube ich, noch. Kupferblatt, das macht weniger. Da oben ist ein Knospi. Wie weit läuft sie? So weit. Fuck. Ich wollte ihn mit Dingens machen. Ja, genau wegen sowas. Kampf. Bombe. Und Booms. So. Du machst mal Fokus. Yay. Boom und halb voll. Sternkraft lädt sich auf. So. Das Ganze machst du direkt nochmal. Weil er kann im Moment nichts machen. Er ist noch zu schwach und damit ist die Sternkraft schon wieder voll. Cool. So und Bombe. Booms. Das war's. Und 6 Sternenpunkte. Oh yeah. Das ist schön, wie viel Dings wir dafür kriegen. Lala. Ich weiß gar nicht, da oben ist noch ein Kirk. Perfekt.